NTS Retail macht Software. Software, was kann man sich darunter vorstellen? Programme, die man braucht, damit zum Beispiel ein Mobilfunkshop funktionieren kann. Ihr könnt euch vorstellen, ein A1, ein Magenta, ein A3, die brauchen alle Software, damit im Endeffekt eine Rechnung rauskommt, wenn ich dort ein Handy kaufe. Und die Software, dass genau das passiert, die machen wir bei NTS Retail. Die Fähigkeiten, die ein Kandidat haben sollte, das gilt jetzt nicht nur für ein Praktikum, das gilt eigentlich für jeden, der sich bei uns bewirbt oder den IA anschaut, der sich bei uns bewirbt, ist die Fähigkeit, sich für was zu begeistern. Und diese Begeisterungsfähigkeit ist eben was, wenn ich sowas sehe in jemandem, dann freue ich mich gleich voll, dann bin ich sehr offen, dass ich dem auch die Chance gebe, bei uns zu arbeiten, weil das ist für mich einfach das Wichtigste. Ich mag Leute, die nicht Probleme sehen, sondern die Lösungen finden, die eigenständig arbeiten können. Und klar, auch wenn man noch recht jung ist, das lernt man schon recht früh, dass man sagt, ich versuche selber das Problem zu lösen. Also diese Eigenständigkeit ist was ganz was Wichtiges, auf die ich speziell schaue. Und ich glaube, das hat jeder irgendwo in sich und ich glaube, das kann man gut herausarbeiten, auch bei so einem Praktikum bei uns. Der erste Tag beim Praktikum bei der NTS beginnt, dass ich mal rausfinden muss, bei welcher Tür steht sie eigentlich. Wir haben ein paar Eingänge, das ist immer ein bisschen eine Herausforderung, dass man die Leute findet. Das haben wir bis jetzt immer geschafft, wir haben noch alle gefunden. Dann natürlich beim ersten Tag gehört dazu, wir brauchen Zugangsberechtigung fürs Gebäude, dass man rein kann. Es braucht einen Laptop, einen Arbeitsplatz, logischerweise, der ist beim neuen Team. Und dann kommen eher zu den schönen Sachen, man lernt einmal das Team kennen, in dem man nachher arbeiten wird. Und nicht nur das, sondern ich mache dann üblicherweise auch die Runde durch die ganze Firma mit dem neuen Kollegen, mit der neuen Kollegin, dass man mal alle Leute kennenlernt. Klar, man kann sich unmöglich jeden merken und natürlich ein Praktikum ist auch zeitlich begrenzt, aber trotzdem ist es schön, wenn man mal weiß, welche Leute sitzen da eigentlich bei uns in der Firma und wer macht was. Und das ist mir schon ganz wichtig, dass man das am Anfang kennenlernt. Dann geht es eben relativ schnell schon ins praktische Doing. Ihr werdet dann kennenlernen, was eure Aufgaben sind bei uns und dann geht es schon recht schnell los. Also ich würde dem 16-jährigen Gerd auf jeden Fall raten, ein Praktikum bei der NTS Retail zu machen. Habe selber damals mich schon beworben, zwar nicht bei der NTS, bei einer anderen Firma, wie ich glaube, ich war ungefähr 16, war noch in der Schule damals im Gymnasium und habe damals halt schon gesehen, irgendwie was toll, was anderes zu sehen. Schule hat mich persönlich nie sonderlich ja, sagen wir, interessiert. Da hat es immer Fächer gegeben, die haben mich nicht interessiert, da war ich meistens auch schlecht. Und da hat es Fächer gegeben, da habe ich nichts tun müssen dafür, da war ich sehr gut. Und natürlich, wenn man die Chance hat, einen Job zu finden oder sei es auch nur ein Praktikum, wo man das machen kann, was einem interessiert, ist natürlich um vieles leichter. Also damals mit 16 habe ich es noch nicht gemacht, dann kurz drauf, wie ich 18 war, damals auch im Ars Electronica Center. Und das war eine sehr wichtige Erfahrung für mich, auch quasi während dem Studium schon zu arbeiten und hätte es sicher auch gern früher während der Schulzeit gemacht. Leider habe ich die Chance damals nicht gekriegt, hätte mich wahrscheinlich noch woanders einfach bewerben müssen. Und heute ist es ja viel mehr und viel üblicher, dass man schon sehr jung Leute in ein Unternehmen aufnimmt und für ein Praktikum, für was auch immer.